und erstmals steht mit Frau Magistra Claudia Kammer eine Frau an der Spitze des Bundesheeres. Bei der Amtsübergabe habe ich sie fokussiert, zielgerichtet und auch zugänglich erlebt. Und ich bin mir sicher, dass wir mit ihr eine starke Führungspersönlichkeit haben werden. Im Regierungsprogramm selbst ist der Landesverteidigung und dem Krisen- und Katastrophenschutz ein langes Kapitel gewidmet. Und ich möchte hier durchaus Teile daraus ansprechen und einige Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen auch in der Steiermark geben. Und ich zitiere jetzt. Auch und gerade, weil sich die Anforderungen an eine umfassende Sicherheitsvorsorge und die in ihr eingebettete umfassende Landesverteidigung auch in unserem Land verändert haben, braucht es ein modernes, weiterentwickeltes, vielseitiges, einsetzbares Bundesheer. Deshalb muss sichergestellt sein, dass das Bundesheer ausreichend finanziell, personell und materiell ausgestattet ist, um weiterhin den Herausforderungen der Gegenwart, aber auch den Bedrohungen der Zukunft kompetent begegnen zu können. Für mich heißt das, dass bereits am Kapitel, am Beginn des Kapitels, besonders auf die finanzielle Situation des Bundesheeres hingewiesen wird. Und das ist für mich ein Indikator, dass die finanzielle Dotierung des österreichischen Bundesheeres besser, angemessener sein wird, als sie jetzt ist. Ich zitiere weiter. Wir wollen die Schwerpunkte auf die Bereiche Krisen- und Katastrophenmanagement sowie neue Bedrohungsbilder wie Cyberattacken legen. Denn unser Bundesheer ist die Sicherheitsgarantie, auf die wir uns alle verlassen. Das zeigt für mich die Wichtigkeit der Militärkommandanten. Denn besonders in Krisen- und Katastrophenmanagement sind wir bereits die bestehenden, kompetenten und innovativen Leistungsträger, wenn es darum geht, Schutz und Hilfe zu leisten. Ich zitiere weiter. Die Stärkung der Selbstversorgungsfähigkeit und der Resilienz des Bundesheeres in Krisenzeiten und etwaiger Ausbau von Kasernen zur Sicherheitsinstanz. Hier sehe ich die Weiterführung eines bereits begonnenen Kapitels zur Stärkung der eigenen Handlungsfähigkeit. In der Steiermark sind hier die Gabelskaserne in Graz und die Landeswehrkaserne in St. Michael angelangt. Ihre weiter. Das Bundesheer soll in Anbetracht der neuen Herausforderungen im 21. Jahrhundert weiterentwickelt werden und sich über die Kernkompetenzen hinaus auf konkrete Schwerpunkte fokussieren. Auszugsweise sind diese Schwerpunkte Assistenzleistungen, insbesondere für den Katastrophenschutz und für die Katastrophenhilfe, Blackout-Vorbereitungen und verstärkter Einsatz des Bundesheeres im Rahmen von sicherheitspolizeilichen Assistenz. Einsetzen. Hier sehe ich nicht nur eine Bestätigung des bisherigen Kurses des Militärkommandos Steiermark, um sich auf diese Bereiche besonders zu fokussieren, um bereits jetzt schon mit gemeinsamen Übungen der Behörden und Einsatzorganisationen weiterzuentwickeln, sondern auch die Chance, die bereits personell vorbereitete Zivil- und Sicherungskompanie in der Steiermark endlich aufzustellen. Was uns in der Steiermark auch besonders freut, jetzt hier wieder aus dem Regierungsprogramm, die Umsetzung der bereits eingeleiteten Hubschrauberbeschaffung als Nachfolge der auszumusternden 50-jährigen Alouette 3, insbesondere im Hinblick auf Katastrophennotlagen. Für mich sehe ich diese Hubschrauber eindeutig in Eichen-Metztal und der Kommandant ist auch heute hier. Insgesamt sehe ich in diesem Programm eine gute Basis zur Weiterentwicklung des Bundesheeres, um auf seine Aufgaben in der Zukunft besser vorbereitet zu sein. Auch freut mich, dass die berechtigten Forderungen nach einem adäquaten Budget berücksichtigt sind. Zahlen sind, wie auch im gesamten anderen Regierungsprogramm, noch nicht erwähnt. Ich ersuche Sie daher alle, die Bestrebungen nach einer adäquaten Dotierung des Budgets des Bundesheeres zu unterstützen, um wie bisher der Garant für Schutz und Hilfe in Österreich zu bleiben. Diese vielfältigen, aber auch neuen Aufgaben des Bundesheeres verlangen von uns allen ein hohes Maß an Flexibilität, Eigenverantwortung und Handeln im Sinne des Auftrages. Das Militärkommando ist und wird ein unverzichtbarer Baustein in der Hierarchie des österreichischen Bundesheeres,
welche dem föderalen Aufbau von Verwaltung und Umfeld angepasst ist, bleiben. Auch in der nahen Zukunft stehen für das Bundesheer und das Militärkommando der Steiermark große Herausforderungen bevor, die wir alle nur gemeinsam lösen können, wenn die entsprechenden Kräfte, Mittel und Kompetenz zur Verfügung bleiben. Wir sind dafür bestens gerüstet, gemeinsam mit leistungsfähigen, motivierten, loyalen und selbstständigen Mitarbeitern werden wir alle Herausforderungen bewältigen. Abschließend möchte ich den heutigen Empfang auch dazu benutzen, wie immer, um mich im Rahmen des österreichischen Bundesheeres bei allen Verantwortungsträgern der Steiermark auf allen Ebenen für die im abgelaufenen Jahr gewährte konkrete oder ideelle Unterstützung bedanken. Auch für das neue Jahr 2020 bitte ich Sie um fortgesetzte mehrpolitische und konkrete Unterstützung, wenn das Bundesheer Maßnahmen setzen wird, um die politischen Beschlüsse in die Tat umzusetzen. Aber der heutige Empfang dient nicht nur dazu, um das Bundesheer zu präsentieren, sondern auch unsere Zusammenarbeit zu stärken. Und so wünsche ich uns allen noch gesellige, interessante und fruchtbringende Gespräche. Gestatten Sie mir abschließend noch, Ihnen und Ihren Familien ein friedvolles, glückliches, erfolgreiches und vor allem gesundes neues Jahr 2020 wünschen zu dürfen. Und ich sage Sie abschließend jetzt schon zum Neujahrsempfang 2021 am Mittwoch, den 13. Jänner 2021 ein herzliches und freudiges. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!